Faszinierend, das ist fesselnd, das ist Adrenalin, das ist fantastisch. Wir wissen, dass er hier war. Die zwei Wracks, die wir gefunden haben, sind einwandfrei Alexander dem Großen zuzuordnen. Bis heute etwa 90% Recherche, Lesen, Bibliotheken im Internet und nur 10% der Arbeit vor Ort. Und von der Burg zum Plateau gibt es einen unterirdischen Tunnel. Sind wir dabei auszugraben. Wir fangen jetzt mit der Tiefenortung an. Zum einen müssen wir ein Gebiet abstecken, über das wir mit dem Gerät langsam uns bewegen. Das Tiefenortungsgerät ist ein Ortungssystem, eine Art Georadar, was etwa in der Tiefe von 20 Metern Anomalien aufspürt, Hohlräume, Tunnel. Die Pyramide besteht aus massiven Gestein. Es gibt keine Möglichkeit, in die Pyramide reinzugelangen, außer eben einen Tunnel oder den direkten Zugang zu finden. Wir sind der Meinung, dass ein Tunnel über das Plateau direkt in die Pyramide führt, um eben diesen Tunnel aufzuspüren, der uns dann direkt in die Pyramide führt. Wir befinden uns jetzt in einem unterirdischen Labyrinth, das komplett unter dem Tal der Pyramiden liegt, eine Gesamtlänge von etwa 10 Kilometern hat und wo wir teilweise auch mitgeholfen haben, es auszugraben. Verschiedene Kollegen sind dabei auch verschüttet worden. Wir vermuten, dass über das Labyrinth ebenfalls ein direkter Eingang in die Pyramide zu finden ist. Allerdings wurde die komplette Anlage um die Zeit von Alexander dem Großen zugeschüttet, zugemauert. Ein riesen Arbeitsaufwand, der dahinter steckt. Das hat mit Sicherheit kein Bauer aus Spaß gemacht, sondern eben nur ein Gott, ein Pharao, der eben versucht hat, seine Schätze zu schützen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Vermächtnis und der Schatz und der Leichnam von Alexander dem Großen in der Sonnenpyramide hier in der Gemeinde Visoko liegt und versteckt wurde von ihm.